Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog und diesmal ein absoluter Klassiker hier auf dem Fass. Ja, ein Whisky, der, ja, ihr merkt es schon, ich druck's jetzt ein bisschen rum, der ein bisschen schwierig zu behandeln ist. Die Rede ist vom Lagavulin 16 Jahre. Guckt euch mal diese schöne Flasche an. Hat irgendwie noch so total Oldschool-Whisky-Aussehen, finde ich, von der Flasche erstmal voll geil. Ja, die Flascheform halt die, die man kennt, so, ne, die Standardflasche. Aber dieses braune Glas, dieses Etikett, ne, das hat schon so eine Aufmachung vom alten Whisky, so noch, ne. Erstmal ganz nett. So, jetzt ist die Geschichte zu dem, das ist ein Islay Whisky, der lange, lange Zeit für 50 € meistens zu bekommen war. Und ja, der Markt ist ja schon seit längerem ein bisschen, dass die Preise nach oben steigen und der hat relativ lange seinen Preis gehalten, wo man sich schon gewundert hat, ne, weil für einen 16-jährigen Islay Whisky 50 €, das war zu der Zeit, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema länger auseinanderzusetzen, das ist jetzt ja auch schon so. Weiß nicht, lass es 4, 5 Jahre sein jetzt, keine Ahnung. Da war das auch immer noch schon günstig, ne? Und man hat sich gewundert. Aber jetzt, so, wo jetzt wirklich seit 1, 2 Jahren die Preise richtig nur eine Richtung kennen, hat man sich gewundert. Und auch der hat dann angefangen, teurer zu werden. Und man muss sagen, wenn man sich Videos anguckt zu dem oder aktuellere Videos, gibt auch viele, die sagen, der ist teurer geworden und gleichzeitig hat er an Qualität verloren. Macht das Ganze schwierig, ne? So, jetzt ist der Preis echt nach oben gestiegen und wir liegen, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, in so den üblichen Shops, wo ich bestelle, liegt der so bei 85 €. Teilweise kriegt man den angeboten auch schon für 100 €, ne? Die Leute fangen an, den zu bunkern und noch teurer reinzusetzen oder halt zu bunkern, um den in vielleicht 1, 2 Jahren schon für über 100 € loszuwerden. Ja, puh. Und dann die Frage, ist ja das wert? So, also jetzige Marktlage ist 85 € 16-jähriger Eiler. Ja, ist okay so, ne? Aber wenn man bedenkt, der hat bis vor kurzem wirklich, das ist vielleicht ein halbes Jahr her, wenn überhaupt, hat man den noch für 50 gekriegt. So, und die 85 hätte ich keinen Bock gehabt zu bezahlen. Ne? Ich hab den in meiner Einsteigerzeit für lau mal bei meinem Local Dealer probiert und fand den gut, aber jetzt nicht so überzeugend. Aber das war zu einer Zeit, da hätte mir so ein Whisky vielleicht auch einfach noch nicht so gefallen, weil ich noch nicht so in dem Thema war. So, jetzt soll der aber schlechter geworden sein. Das ist dann auch wieder, also ganz kompliziertes Thema bei dem, ne? Und jetzt war der bei mir bei einer Supermarkt-Neueröffnung, war so ein riesen fetter Supermarkt, der aufgemacht hat, hatten die so ein mega Spezialangebot, 57 €. So, jetzt guckt man sich den aktuellen Preis an und denkt so, okay, 85 aufwärts, teilweise bis 100, für 57 zu bekommen, mega günstig. Dann denke ich mir aber, okay, Qualitätsverlust vielleicht. Muss man, ist ja auch Geschmackssache, aber muss man, denkt man drüber nach. Und eigentlich hat er 50 gekostet bis vor kurzem. Jetzt zahle ich 7 € mehr. Also so war meine Denke tatsächlich, ne? Also bin ich bereit, den Mehrpreis zu bezahlen, weil eigentlich hat man den für 50 bekommen. Und jetzt nur, weil irgendwie der Markt meint, völlig abzugehen und er kostet jetzt 85, ist 57 denn günstig oder nicht? Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich lange überlegt und gesagt, lass das Schicksal entscheiden, irgendwie ab Montag bei dem Angebot. Ich bin Donnerstag hingegangen, bin eigentlich davon ausgegangen, dass der ausverkauft ist zu dem Preis. Tatsächlich gehe ich hin, Donnerstag, Regale voll. Jetzt habe ich erstmal zwei mitgenommen. Ich habe echt überlegt, sogar noch mehr mitzunehmen, ne? Aber keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt zugeschlagen, ich möchte ihn im Video vorstellen. Lagavulin gehört zu Diageo, heißt, der Whisky ist leider Gottes gefärbt.
Hat aber 43% hat der, ne? Jetzt muss ich einmal gucken. Ich bin mir relativ sicher. Ne? Wo steht's denn? Ah ja, 43%. Kältefiltration habe ich keine Angabe gefunden, aber bei 43% und Diageo müssen wir davon ausgehen, dass er Kälte filtriert ist. Leider halt Diageo. Was willst du machen? Und ist eine Mischung aus Bourbon und Sherryfässern. So. Und ja, jetzt wollen wir das Ganze mal probieren. Genug palabert darüber, gucken, was er kann. Ja, und das ist jetzt letztendlich, entscheidet das ja auch darüber, war der Preis jetzt okay oder nicht. Ne? So, und jetzt wollte ich eigentlich in dem Video erzählen, dass man früher denen immer eine sehr dolle Specknote nachgesagt hat und dass ich die aber nie hatte. Wollte ich erzählen. Jetzt stecke ich aber die Nase rein und muss sagen, ich habe eine Specknote. Okay, das macht ihn jetzt schon wieder für mich interessanter, als er vorher war. Also wie ihr seht, ein bisschen ist schon aus der Flasche raus. Oder weiß ich gar nicht, sieht man das? Ich halte es noch mal ein bisschen näher an die Kamera. Tatsächlich, jetzt wo die Specknote da ist, okay. Ist schon mal ein kleines Plus wieder für ihn, ne? Auf jeden Fall, Eiler-typisch, rauchig, aber im Vergleich zu Lefroig, Artback, Kalila, ne, vergleichsweise milder Rauch. Definitiv auch eher so ein Lagerfeuerrauch und mega Jod oder Salz. Ne, also sehr maritim. Ist für mich als Norddeutscher auf jeden Fall schon wieder ein Plus. Ich fahre auf maritime Whiskys ab. Ja. Süße, definitiv. Und so ein bisschen Sherry-Noten. So ein bisschen Dunkelfrucht, ne? Aber schwer greifbar. Ich, jetzt nicht so, dass ich es auf irgendeine bestimmte Dunkelfrucht, dass ich die benennen könnte. Auf jeden Fall, oh, schon tolle Nase, ne? Und für mich ist Lagavulin immer so ein bisschen, also ich weiß, es gibt da wahrscheinlich auch noch andere Abfüllungen. Ich habe so viel von Lagavulin jetzt tatsächlich noch gar nicht probiert. Aber die Distillers Edition und der 16er sind so die, die ich gut kenne. Und für mich ist Lagavulin bislang immer so ein bisschen von den Eiler Whiskys, die stark rauchig sind, aber immer noch der leichte Gentleman. Also der ist stark rauchig, aber ein Ticken weniger und so ein bisschen smoother. Und ja, er ist ja Gentleman unter den Eiler Whiskys. So. Sluncher. Okay. Der Sauerstoff in der Flasche hat ihm echt gut getan. Also ich fand den vorher schon gut, aber mir hat das ein oder andere gefehlt. Vor allem diese Sherry-Komponente kam mir zu wenig zur Geltung. Aber der Sauerstoff hat gut gearbeitet. Also, starker Rauch, aber vergleichen wir es mit Lefroig, Artback etc. in der Nase, dasselbe wie im Geschmack. Milder. Aber da. Mega jodig auch im Geschmack. Geil. Meeresbrise as fuck. Süße ist da. Und die Sherry-Note. Jetzt ist sie da. Die hat mir so echt wirklich. Die Male, wo ich hier vorgetrunken habe, hat mir das gefehlt. Und ich habe echt jetzt gesagt. Die zweite Flasche vielleicht irgendwie tauschen gegen einen anderen Whisky, der vom Markt gegangen ist, der im ähnlichen Preissegment ist, um da mal vielleicht, ne, wieder eine tolle Flasche zu ergattern. Aber jetzt denke ich übers Behalten nach. Also diese Sherry-Note findet sich in
Ja, gar nicht Dunkelfrucht so doll wieder, sondern eher tatsächlich so ein bisschen Kaffee, vielleicht dunkle Schokolade. Ah, toll. Also im Abgang auf jeden Fall Rauch, auch ein bisschen die Salzigkeit noch. Auf den Abgang konzentrieren wir uns gleich mal beim zweiten Schluck ein bisschen intensiver, aber der Geschmack hat mich gerade geflasht, weil tatsächlich vor dem Video, die Mal, als ich ihn probiert habe, diese Kaffee-Schokonoten, ich stehe ja total da drauf, die hatte ich vorher nicht in dem, ne? Und oh, das holt mich jetzt schon ab, ne? Ja, Schluck Nummer zwei. Oh. Ja, also Schluck Nummer zwei. Viel milder. Der Rauch tritt noch weiter in den Hintergrund und macht Platz nochmal für süße Jod und diese Sherry-Note. Und echt in Form, gerade im Abgang, so ein bisschen kaffeemäßig, ne? Oh, geil. Ja, Fazit. Ich habe jetzt mit einem anderen Fazit eigentlich gerechnet. Ich muss das jetzt gerade ein bisschen neu überdenken. Es bleibt ein schwieriges Thema. Ich glaube, 16-jähriger Islay Whisky, 85 Euro, jetzige Marktsituation, ist das durchaus gerechtfertigt? Ich habe da halt so ein persönliches Problem mit. Wenn ich den bis vor kurzem für 50 Euro bekommen habe, sehe ich nicht ein, 85 zu bezahlen. Ich werde den für 85 nicht kaufen. Blende ich das aber aus und vergleiche ihn mit anderen, mit ähnlichen Eckdaten, ist das durchaus gerechtfertigt. Es war tatsächlich aufgrund der Marktlage verwunderlich, dass er so lange noch bei 50 Euro war, muss man auch sagen. Blende ich alles aus und bewerte jetzt nur den Whisky, ist der geil. Ne? Rauchiger Whisky, maritim finde ich geil, Kaffeeschokonoten, ne? So vielleicht auch sowas, tatsächlich so ein bisschen Leder noch, so Altherren, Whisky-Zimmer-Muff, so. Ja, holt mich ab. Also der Whisky an sich holt mich ab. Auch jetzt erst in dem Video. Also ich fand ihn vorher gut. Ich hätte ihn auch auf jeden Fall gut bewertet vorher schon. Mir hat aber noch ein bisschen was gefehlt. Das hat er jetzt, ne? Also, ja. Wer Bock auf sowas hat, dem muss man den dann doch irgendwie empfehlen, ne? Wie er auch immer dran kommt und was er bereit ist dafür zu bezahlen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer. Um das Ganze hier zu unterstützen, könntet ihr mir helfen. Lasst einen Daumen nach oben da oder noch lieber ein Abo. Ansonsten, Leute, reingehauen.